Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge und heute haben wir die Ausgabe 2 von 94, also April 94 dran. Und auch dieses Bild ist irgendwie so eine Ausgabe, die sich in meiner Kindheit sich bei mir irgendwie eingebrannt hat. Ich weiß auch nicht warum, wahrscheinlich weil hier Kirby natürlich groß angekündigt wurde und ich weiß, dass ich damals als Kind diese Zeitschrift wirklich hoch und runter gelesen habe. Aber ich würde mal sagen, wir schauen gleich einmal rein, was für fantastische Abenteuer uns hier erwarten. Hier der Nintendo Neubau in Großostheim. Auch cool, dass sie das mal irgendwie schreiben. Gibt's das eigentlich noch in Großostheim? Da bin ich mir gerade echt unsicher. Wahrscheinlich schon, aber also Nintendo Europe gibt es natürlich, aber ob die da natürlich noch genau da sind, ist natürlich die große Frage. Dann haben wir Mega Man auf dem Super Nintendo, Pac-Man, Kirby und natürlich viele andere fantastische Themen. Und wie immer geht es hier mit der Mailbox los. Und ich würde sagen, hier ist wirklich eine sehr solide Sammlung auf jeden Fall. Wieso hat er das denn hier so zusammengebunden? Warum auch immer? Ach, damit er die wahrscheinlich so cool aufhängen kann oder irgendwie sowas, ne? Das wäre vielleicht für uns Sammler gar nicht so verkehrt, das mit diesen Schutzboxen, Folien natürlich dann hinten irgendwie so zusammenzumachen und dann irgendwie ans Regal zu hängen oder sowas. Gar nicht so doof. Also da kann man schon von damals durchaus noch lernen. Und hier kommen wir natürlich gleich in das erste große Spiel rein, Mega Man X. Ist natürlich eins der richtig guten Spiele. Das war ja so eine Art Neu-Reboot der Serie, so Pi mal Daumen. Das hat ja mit der ursprünglichen Serie ja zumindest von der Hintergrundgeschichte nicht so viel zu tun. Gameplay-technisch natürlich auf jeden Fall. Ich muss aber zugeben, ich bin jetzt nicht so sehr in der Mega Man-Lore irgendwie verhaftet und in der Serie. Deswegen tut mir leid, wenn ich hier vielleicht ein, zwei nicht so korrekte Sachen irgendwie von mir gebe. Ich habe das auch gespielt. Ich habe auch vor Urzeiten einen Test auf meinem Kanal gehabt. Das war so eins meiner ersten Tests. Das war auch das erste teure Modul, was ich mir mal gegönnt habe, weil das Spiel ist natürlich jetzt nicht so gerade das günstigste. Hat sich aber voll aufgelohnt. Super Nintendo, die Stärken werden richtig gut rausgebracht. Die Story ist auch sehr cool. Also ich finde es sehr cool, diesen Einstieg dabei bei dieser Hochstraße zu haben, wo dann teilweise irgendwelche Brückenteile weggesprengt sind und so weiter. Ich glaube, ich muss euch nicht erklären, worum es jetzt im Mega Man grob geht. Ihr habt natürlich die verschiedenen Roboter-Bosse, die ihr nach und nach besiegen könnt. Ihr kriegt dann die Kraft von den Robotern und könnt dann damit einen anderen besser irgendwie erledigen. Ihr kennt das ganze Spiel. Hier sind natürlich dann aber auch durchaus ein paar coole Sachen irgendwie dazugekommen, wie man hier sieht. Den Turbo Boost, wo ihr halt so kurze Zeit ja dashen könnt. Also in anderen Spielen heißt das ja schon mal gerne dashen irgendwie. Titanenhelm, den Stahlmantel, dass ihr auch mal was abblocken könnt. Und natürlich die Waffen-Upgrades. Und das hier sind natürlich dann die entsprechenden Fähigkeiten der Robotermeister, die ihr euch denn erlangen könnt. Wunderbares Spiel. Macht mir sehr viel Spaß. Hier genau, das ist hier das erste Level, wo ich, als ich das Spiel zum ersten Mal gestartet habe, echt so verwirrt war. So, hä? Also, ne, ich bin in Kindheit mit dem Mega Man auf dem Game Boy groß geworden, mit Dr. Wily's Revenge. Und war da erstmal verwirrt. Okay, das Spiel startet sofort. Ich kann hier keine Robotermeister irgendwie auswählen oder so. Was soll das? Da war ich echt verwirrt. Aber nach diesem ersten Level, dass das ladet euch so ein bisschen die Story ein und danach geht es quasi normal los. Und das ist halt das echt Gute. Und ich finde auch, die, wie immer ist natürlich, die Musik ist erstklasse, technisch erstklassig. Also es gibt glaube ich, kein Mega Man so aus den 80ern, 90ern, so Mitte 90er, 16-Bit, sage ich mal, das irgendwie komplett irgendwie krumm ist. Die waren alle immer technische Avantgarde, soundtechnisch natürlich sowieso und auch designtechnisch. Ich finde, die einzelnen Level, die sind auch wirklich verschieden und das merkt man halt voll und das ist so richtig klasse. Dann haben wir hier noch einen wunderbaren Klassiker, Super Metroid. Das, wenn ihr euch das in OVP holen wollt, also mit der Big Box, mittlerweile unbezahlbar geworden ist. Die Serie ist an mir damals irgendwie leider komplett vorbeigegangen, aber es zählt natürlich nicht umsonst dieser Teil hier auf dem Super Nintendo als wirklich ein wahrer, zeitloser, absoluter Klassiker. Da gibt es keine Diskussion. Und da
diskutiert, glaube ich, auch keiner. Ne? Also Metroid ist natürlich die gute Serie, wo ja Samus Aran spielt, diese Söldnerin in diesem tollen Kampfanzug. Und ihr müsst euch da so ein bisschen das Level, den Planeten so ein bisschen erkunden. Ne? Also es ist so ein bisschen, es hat natürlich so ein bisschen diesen Begriff des Metroidvanias, dieser Ansatz hier ja, mitbegründet, zusammen mit den späteren Castlevania-Teilen, wo er im Prinzip gleich in eine große Welt reingeworfen wird. Und dann seht ihr zum Beispiel, okay, da und da komme ich nicht weiter. Okay, gut, wird sich wahrscheinlich nachher irgendwie noch zeigen, warum ich hier nicht weiterkomme. Dann kommt ihr etwas weiter, kriegt irgendwie so eine Sonderwaffe, dass ihr irgendwas Bestimmtes wegsprengen könnt. Und dann fällt euch ein, da war doch da vorhin hier so ein bisschen was, wo ich das hätte vielleicht eventuell anwenden können. Und dann kommt ihr da plötzlich weiter. Ne? Also dadurch erschließt ihr euch immer so mehr und mehr Optionen in den Level. Und natürlich muss man hier auch gegen die bösen Metroids kämpfen und ne, natürlich auch erfolgreich. Wunderbares Spiel, also wirklich 94 ist hier ein sehr, sehr guter Super Nintendo-Jahrgang auf jeden Fall. Und auch Block, das habe ich als Kind sogar gehabt, beziehungsweise mir damals von einem Kumpel ausgeliehen. Finde ich ein wunderbarer, richtig geiler Plattformer. Und zwar ist das PAL-exklusiv, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist aber technisch auch wunderbar. Also die Musik, die ist richtig groovig. Die Grafik, ihr könnt es wahrscheinlich hier sehen. Ich zeige es euch mal. Es hat so ein Es hat so einen grafisch ganz, ganz richtig sehr schönen Stil, so ein bisschen sehr, sehr comicartig natürlich. Und im Prinzip ist die Besonderheit hier euer Spielcharakter, der namensgebende Block. Und zwar wacht er auf und eines Tages sind irgendwie alle Flaggen gestohlen. Und das sind die bösen, fiesen Flöhe und die müsst ihr halt erledigen. Und die Besonderheit in diesem Gameplay ist halt, dass eure Waffe eure Gliedmaßen sind, also eure Arme und eure Beine. Und die werft ihr wie so ein Bumerang zu den Gegnern hin, dann kommen sie wieder. So, das hat natürlich so gewisse, ich sag mal, strategische Komponenten dann natürlich. Nämlich zum einen, wenn ihr jetzt alle vier Gliedmaßen von euch geworfen habt, dann könnt ihr euch logischerweise nicht bewegen, weil ohne Beine könnt ihr nicht bewegen. Ne? Und dann müsst ihr natürlich immer darauf achten, zum anderen, dass ihr auch die Sachen wieder einsammelt. Weil es sind natürlich Boomerangs, die zu euch irgendwie wiederkommen, aber die können natürlich auch schon mal irgendwo feststecken oder ähnliches. Und deswegen müsst ihr da halt wirklich immer aufpassen und immer strategisch vorgehen. Also nach Motto, okay, beide Arme losschießen, so zwei Gliedmaßen quasi im Umlauf zu haben, das ist okay, das schränkt euch jetzt nicht großartig ein. Aber mit den Beinen solltet ihr natürlich nur aufpassen und da geht ihr mal so nach und nach voran. Es gibt aber natürlich auch gewisse Power-Ups, dass ihr eine Zeit lang quasi, das heißt so Kostüme sind das, dass ihr euch eine Zeit lang Flammenwerfer-Menschen, Soldaten oder wie man es bezeichnen will. Also ihr kriegt einen Flammenwerfer, so. Und da ihr natürlich auch dann dadurch durchfegen könnt. Am Anfang fehlt das Spiel richtig, richtig gut gelungen. Später wird es, finde ich, nervig, weil am Anfang ist es ein relativ klassischer Plattformer und später ist es dann halt leider so, finde ich, aus meiner Perspektive zumindest, weil ich das relativ immer nervig fand, dass ihr in ein Level geworfen werdet und da gibt es halt diese Flohgegner. Und euer Ziel ist es, alle dieser Flöhe dort zu erledigen. Das Problem ist natürlich nur, das ist alles nicht so geradlinig aufgebaut, die sind alles schön verschachtelt, irgendwo versteckt. Und das ist zwar toll, ne? So nach dem Motto Level mal ein bisschen erforschen und nicht ganz so geradlinig, aber es kann halt wirklich sehr nervig werden, weil ihr dann wirklich ewig suchen müsst. Und das macht dann halt einfach irgendwann mal keinen Spaß. Aber sieht schon hier an der Grafik, sieht alles wunderbar aus. Was haben wir denn hier? Project Reality. Okay, das ist natürlich hier so die erste grobe Ankündigung von Nintendo 64. Aber Spoiler... Es ist ja echt cool, wie hier die Target-Render gemacht haben. Also so eine Qualität hat das Super Nintendo in Spielen natürlich nie irgendwie erreicht. Oder hier zum Beispiel, wobei hier auf fairerweise steht, das ist eine Fotomontage nach dem Motto, hey, danach soll es grob gehen. Aber ist natürlich echt mal interessant, dass sie das hier so früh schon irgendwie erwähnt haben. Dann haben wir hier ja das angesprochene Pac-Man-Klassiker. Und ich sehe gerade, ja, auf dem Super Nintendo, ne? Also ich kenne das Spiel jetzt nicht, aber ein Bild hier, man weiß, es ist wahrscheinlich so eine Art Tetris-Klon mit Pac-Man. Ich nehme mal fast an, dass man hier wahrscheinlich hier diese Geister irgendwie stapeln muss und dann kommt wahrscheinlich alle X-Steine Pac-Man, der die wegfrisst. Irgendwie sowas, nehme ich mal an, wird das, denke ich mal, sein. Ob das jetzt irgendwie gut ist oder nicht. Ja, einen Puzzle-Modus gibt es, einen Versus-Modus.
Ich glaube, zu der Zeit gab es wirklich Tausende gefühlt mit diesem Spielprinzip, ne? Und dann haben wir hier noch einen Plattformer, der ist aber nicht so gut, wie ich das richtig im Kopf habe, und zwar Aero the Acrobat, ne? Acrobat wegen Bat wegen Fledermaus. Haha, okay. Ist so ein bisschen sehr zirkusmäßig aufgebaut natürlich, ne? Wegen Acrobat, Acrobat, haha, ne? Wie gesagt, toller Wortwitz. Ist aber eher so mäßig, finde ich. Also ich habe da, glaube nur ein, zwei Mal kurz reingespielt. Ich fand die Steuerung irgendwie nicht so geil. Kann mir nur erklären, dass das hier so wegen den Marketing-Millionen hier irgendwie erwähnt wird. Naja, Maskottchen-Plattformer, ne? Also jede Firma, die was auf sich gehalten hat, muss natürlich einen Plattformer raushauen. Auch hier Super Hockey. Es sieht ganz gut aus, aber bei Eishockey geht für mich nichts über Blades of Steel. Hat hier auch nur zwei Seiten abbekommen. Daher nehme ich mal an, dass es jetzt auch nicht ein so relevantes Spiel war. Haben wir hier natürlich ein tolles Poster. Pac-Man, natürlich thematisch passend. Und wir haben hier die Systemcharts. Wie immer gucke ich mir die mal grob an. Und zwar hier immer von den Profis. Ja, Zelda 3, Aladdin, Street Fighter 2 Turbo, Goof Troop, Super Mario World, Cool Spot, Flashback, Mario Kart, Super Mario All-Stars, Starwing, ja, würde ich alles zustimmen, sind gute Spiele. Was haben die Leser? Auch Zelda 3, Super Mario World, SimCity, Mario Kart, ja, ich denke mal, hier kann man definitiv nichts irgendwie einwenden. Dann haben wir hier den Game Boy, Super Mario Land 2, ja, ist cool. Super Mario Land 1 ist auch cool, Mystic Quest, super. Link's Awakening, komischerweise hinter Mystic Quest, finde ich natürlich als Zelda-Fanboy etwas seltsam, aber naja. Mega Man 2, Kirby's Dream Land, Mega Man, Tetris, Turtles und Turtles 2. Was sehr von den Lesern sehr einseitig, muss ich sagen. Also da gab es 94 schon auch noch coolere Spiele, aber gut, das ist ja so mit der Aufmerksamkeit. Machen wir hier die Profis, Zelda, Super Mario Land 2, Kirby's Dream Land, Mystic Quest, Dr. Mario, Zelda 4, Zelda 2 habe ich gesagt. Tetris, Super Mario Land, Quirk, auch ein wunderbares Spiel. Dangerous Chase und Pinball Revenge of the Gator, stimme ich auch überall zu. Ja, und NES haben wir Mario Bros. 3, Mega Man 3, Mario Bros. 2, Zelda und ähnlich sieht es hier unten aus. Gehe ich nicht so drauf an, weil tut mir leid, auch an das NES-Kommando. Aber das NES ist nicht so mein System. Es war zwar mein erstes Spielsystem, aber irgendwie habe ich so den Bezug zum Game Boy und Super Nintendo irgendwie mehr. Ja, dann haben wir natürlich hier die Trick Zone. Wie immer überspringe ich die. Die ist ja in Zeiten des Internets zum Glück etwas überflüssig geworden. Ach, und dann haben wir hier einen wichtigen oder einen coolen Plausch über Plock mit den Entwicklern anscheinend. Kommt aus England. Okay, das kommt so mit dem Humor und sowas durchaus hin, würde ich sagen. Deswegen wahrscheinlich auch nur ein paar erschienen, also hier bei uns in Europa. Aber was mich immer wirklich noch verwundert ist, warum? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Warum? Weil das ist echt ein wunderbares Spiel. Das wäre auch in den anderen Regionen irgendwie gut angekommen gewesen. Aber naja gut, wie man es halt weiß, dann gibt es wahrscheinlich dann irgendwelche Publisher-Verträge und so weiter. Da gibt es ja immer mal wieder Probleme. Dann haben wir hier Miss Pac-Man für den Game Boy. Das Original. Ja, Leute, die schon mehrere Videos von mir gesehen haben, die wissen, mit diesen frühen Arcade-Spielen, auch da kann ich nicht so mit viel anfangen. Deswegen bin ich jetzt auch nicht so der Pac-Man-Überfan, muss ich gestehen. Und Miss Pac-Man war ja im Prinzip ja so eine verbesserte oder eine aufgebohrte Variante vom klassischen Pac-Man. Um da vielleicht noch ein bisschen Marketing, ein bisschen was anderes zu machen, haben sie halt das Miss Pac-Man genannt. Das hat jetzt natürlich jetzt mit der weiblichen Variante, sage ich mal, nichts zu tun. Soweit ich weiß, gibt es dann irgendwie mehr Level oder das scrollt irgendwie mehr. Aber wie gesagt, auch hier bin ich Pac-Man-mäßig nicht so wirklich tief drin. Ja, es ist halt Pac-Man. Habe ich auch noch nicht in meiner Sammlung, komischerweise. Vielleicht wahrscheinlich, weil ich mir immer so denke, hey, ist nicht immer so unbedingt meins. Dann haben wir hier allerdings ein gutes Spiel. Tiny Toons Adventures 2, Montana's Movie Madness. Boah, was für ein Titel. Aber ist ein durchaus gelungenes Spiel. Ich mag den ersten Teil etwas lieber, weil der so ein bisschen besser ist. Da könnt ihr auch zwischen den verschiedenen Charakteren irgendwie durchschalten. Und die haben halt alle so verschiedene Waffenangriffsformen. Das ist hier nicht unbedingt so. Ist allerdings auch ein sehr schweres Spiel, finde ich. Also ihr könnt da zwischen Buster und Babs auswählen. Die haben allerdings keine großartige Unterscheidung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Es gibt natürlich wie gewohnt so kleine Zwischenspiele und so weiter.
kennt hier alles, ist immer noch ein sehr guter Plattformer, der sehr gut auch den Charme der Vorlage einfängt. Aber wenn ihr die Wahl habt, würde ich euch eher zum ersten Teil raten. Und hier haben wir Asterix, noch ein wunderbares Spiel. Und ich bleibe hier gerade irgendwie auf Horus irgendwie hängen. Irgendwie finde ich das Bild verstörend, weil Horus ist ja dieser ägyptische Gott mit diesem Schnabel und sowas. Ich habe den immer nicht so also eher so vogelartiger irgendwie im Kopf gehabt. Deswegen bin ich jetzt gerade etwas verwirrt, muss ich sagen. Ich habe den immer, müsste ich mal, glaube ich, recherchieren, wie das in der Mythologie ist, ob das jetzt ein adäquates Abbild ist oder nicht. Aber ich verliere den Faden. Es geht um das Spiel natürlich. Auch ein sehr schöner Plattformer, sehr gut umgesetzt worden. Auch hier finde ich so ein bisschen den zweiten Teil etwas besser. Wobei das von der Grafik her und vom Spielvibe her hat das so ein ganz, ganz starkes Gefühl wie Super Mario Land 1, finde ich. Und das ist wirklich was Gutes, ne? Dann lieber besser gut, sagen wir, orientiert, geklaut ist es ja nicht wirklich, als schlecht neu erfunden. Wunderbares Spiel, ihr geht natürlich, ne, durch verschiedene, ja, Umgebungen, startet in gallischen Wäldern, seid in der Schweiz, seid in Ägypten, zum Schluss seid ihr, glaube ich, in Rom, wenn ich das richtig im Kopf habe. Macht Spaß, ist wirklich ein guter Plattformer. Dann haben wir hier Kirby's Pinball Land, natürlich wie die Titelstory ist. Dafür, dass hier die Titelstory das große ist, ist aber bisher überraschend wenig Kirby-Content irgendwie. Das finde ich gerade etwas verwundert, aber hey, ist natürlich ein schönes Spin-off, schöner Pinball-Spiel. Ich bin ja nicht unbedingt so der Flipper-Spieler, allerdings das Spiel, das gefällt mir, weil das halt diese Grund-Flipper-Formel nimmt und so ein bisschen aufbohrt. Also es gibt auch Endgegner, wo ihr dann halt entsprechend reagieren müsst. Also wer es noch nicht kennt, ihr seid natürlich die Kugel, also Kirby ist die Kugel und das ist halt ein Flipper. Und es gibt hier so zum Beispiel hier so Breakout-Elemente, wie man das hier sieht. Und es gibt verschiedene Gegner zu erledigen und so weiter. Also es ist nicht nur normales, langweiliges Flippern. Oh Gott, nicht, dass mich jetzt hier alle Flipper-Fans irgendwie hauen, sondern würde entsprechend aufgebohrt. Oh, hier sieht man, fast jedes Teil eines Gameboys kann wiederverwertet werden. Das stimmt natürlich wirklich und ja, man kann wirklich alles auseinanderbauen und wiederverwerten. Also es wird in der heutigen Zeit ja noch so mit Spendersystemen gearbeitet und so weiter. Ob das natürlich alles so gut recycelbar ist, weiß ich jetzt nicht. Vor allem die Batterien sind ja nicht ganz so geil, aber naja gut. Also in Großostheim wird eine neue Zentrale gebaut und die ist richtig groß, wie das hier aussieht. Finde ich echt cool. 6 Coupons für jedes neue Mitglied. Aber gab's das nicht irgendwie alles umsonst immer? Frage ich mich. Keine Ahnung, aber hier ist der Comic. Wie immer nehme ich meine Flossen weg, dass ihr jetzt Space drücken könnt oder je nachdem, was für ein Gerät ihr benutzt, auf Pause gehen könnt, um das in Ruhe zu lesen. Seite 2 ist wieder sehr schön gezeichnet, muss ich sagen. Ich bin böse. Oh, cool. Ach, da geht er hier als Wario, verkleidet er sich oder was? Der ziemlich böse Shop. Klasse. Klasse. So, und dann haben wir hier noch natürlich Pac-Man für das NES. Kann ich ehrlich gesagt nicht viel zu sagen. Ist wahrscheinlich Pac-Man, nur halt auf dem NES. Ach, und hier haben wir nochmal Kirby. Ich weiß gerade gar nicht, Kirby war doch da 94 schon lange, lange auf dem Markt, oder? Also irgendwie haben sie vielleicht nach einem Aufmacher gesucht und das hier nochmal dargestellt. Ist natürlich klasse. Also das erste Kirby-Spiel überhaupt ist natürlich das auf dem Gameboy. Das ist hier denn der zweite Teil quasi der Kirby-Serie, was auf dem NES erschienen ist. Und das führt halt dann wirklich endlich diese Sachen ein, für die Kirby jetzt auch berühmt ist. Ne? Also ihr könnt Gegner einsaugen und deren Fähigkeiten übernehmen. Das ist ja eines dieser Kernfeatures von Kirby. Und das wurde hier denn jetzt auch endlich etabliert. Ist dadurch natürlich das bessere Spiel logischerweise. Aber auch hier der erste Gameboy-Teil ist natürlich klasse. Wobei der zweite natürlich auch noch mal ein bisschen besser ist. Und hier wahrscheinlich passend dazu zu den Super Nintendo vorgestellten, stellen sie hier natürlich auch noch mal kurz die NES-Version vor. Ist natürlich auch ein absoluter Klassiker und erwähnen hier natürlich auch entsprechend die Gameboy-Version. Alles wunderbar. Das war das Magazin. Schöne Ausgabe, finde ich. Schöne Spiele auf jeden Fall vorgestellt. Eigentlich fast kein Spiel, wo ich jetzt sagen würde, das ist irgendwie so gar nichts oder irgendwie sowas. Ach, schön, dass ich es endlich mal wieder durchblättern konnte, weil irgendwie das Cover ist so herrlich, weil ich weiß noch, wie ich es so geil fand, dass das wirklich so
der Kirby hier dieses Frontcover irgendwie eingesaugt hat. Fantastisch. Ich hoffe, euch hat das Video genauso viel Spaß gemacht wie mir und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, meine Lieben. Macht's gut. Tschüss.